Hey Formel 1 Freaks, der Haas-Teamchef Günther Steiner war diese Saison ziemlich im Fokus. Und da diese Saison so turbulent war, hat er tatsächlich darüber jetzt sein erstes eigenes Buch veröffentlicht. Es heißt Surviving to Drive und erscheint im April 2023. Und darin geht er darauf ein, wie es eigentlich so ist, der Alltag eines Teamchefs in der Formel 1 und dass er da ziemlich unter Druck steht. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass ein Teamchef so öffentlich über die Abläufe innerhalb eines Formel 1 Teams berichten darf. Das hat ihm das Team erlaubt, wahrscheinlich aus dem Grund, weil Günther Steiner selbst schon eine Marke ist. Er hat sich gut vermarktet dieses Jahr, auch mit seinem Bunch of Rockstars Spruch, den es auf unzähligen T-Shirts gibt. Und als diese T-Shirts auf der Haas Webseite veröffentlicht wurden, da ist der Shop tatsächlich abgestürzt, weil es so viele Anfragen gab. Von dem her ist Günther Steiner schon im Fokus gewesen dieses Jahr und deshalb gab es natürlich auch ein Beyond the Grid Interview mit ihm, ein Podcast, wo er viele neue, pikante Details enthüllt hat, unter anderem, dass tatsächlich schon Anfang der Saison Nico Hülkenberg als Option galt für Haas, als Nikita Mazepin rausgeflogen ist, wegen dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Auf jeden Fall hat Günther Steiner Folgendes dazu gesagt: Ich denke, er war auf der Liste. Aber es war einfach so, dass Kevin die einfachste Lösung war, denn wir kannten ihn und wir wussten, was wir von ihm erwarten konnten. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wenn schon zu Beginn der Saison Nico Hülkenberg Nikita Mazepin ersetzt hätte, dann wären ja er und Mick Schumacher Teamkollegen gewesen dieses Jahr bei Haas. Und wenn dann Mick Schumacher rausgeflogen wäre, genauso wie es jetzt passiert ist, wer hätte ihn dann eigentlich ersetzt? Welcher Fahrer wäre dann ins Haas-Team gekommen? Ein komplett neuer oder einer, der ein Comeback startet oder einer, der abgeworben wurde vom aktuellen Grid? Man weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall interessant, darüber nachzudenken. Durch dieses ganze Mick Schumacher Drama war auf jeden Fall viel Zoff und viel Gerede hinter den Kulissen auch. Und vor allem einen hat das Ganze natürlich ganz besonders aufgeregt. Mick Schumachers Onkel Ralf Schumacher. Er hat schon vor einiger Zeit eine Aussage gegen Günther Steiner gemacht, in der er ihn als Selbstdarsteller kritisiert hat. Und jetzt hat Günther Steiner darauf reagiert. Aber erstmal werde ich euch noch Ralf Schumachers Aussage zitieren. Er hat Folgendes gesagt: Ich glaube, der Umgang im Team und die Offenheit von Günther Steiner, nenne ich es mal höflicherweise, spricht natürlich nicht unbedingt Positives. Mick hat gezeigt, dass Potenzial da ist. Aber egal, was er gemacht hat, das Team und Günther Steiner waren nie damit zufrieden. Mit normalen Maßstäben ist das ganze Verhalten nicht zu erklären. Das muss schon fast etwas Persönliches sein. Ich glaube, dass Günther Steiner nicht damit klarkommt, dass jemand anderes bei Haas im Fokus steht. Er ist sehr, sehr gerne derjenige, der im Vordergrund steht. Da fehlt mir jeder Bezug zur Selbstkritik. So wie Günther Steiner ist, so ein bisschen als Selbstdarsteller, ist es auch nicht verwunderlich, dass er sich selbst nicht gerne in der Kritik sieht oder sich selbst kritisieren möchte. Personalführung kann man das nicht nennen. Man muss seine Mitarbeiter motivieren. Ja, das war die Aussage von Ralf Schumacher und er geht da ein bisschen darauf ein, dass das Haas-Team natürlich dieses Jahr viel Medienaufmerksamkeit bekommen hat. Und das lag vor allem an Mick Schumacher, denn er ist immerhin der Sohn von Michael Schumacher, dem neben Lewis Hamilton erfolgreichsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Und da Mick Schumacher viel in der Kritik auch stand und man ihn öffentlich kritisiert hat, da sind natürlich viele Fans auf die Barrikaden gegangen und das hat natürlich auch die Medien interessiert, die haben das aufgegriffen und dann stand das Haas-Team voll im Fokus und nicht immer nur im positiven Sinn. Und das hat laut Ralf Schumacher Günther Steiner gestört, dass da Mick Schumacher im Fokus war und die Aufmerksamkeit bekommen hat und nicht er, weil er eben angeblich, anscheinend ein Selbstdarsteller ist. Wenn ein Formel-1-Teamchef ein eigenes Buch veröffentlicht, dann kann man natürlich schon auf den Gedanken kommen, dass er vielleicht schon sich ein bisschen selbst darstellt. Aber Günther Steiner hat das jetzt selbst dementiert und in einer Aussage Folgendes gesagt: Ralf Schumacher versucht einen öffentlichen Kampf hervorzurufen. Ich habe kein Interesse, da mitzumachen. Ich mache, was ich mache. Er kann sagen, was er will. Ich habe kein Interesse, darauf eine Antwort zu geben, weil ich kein Selbstdarsteller bin. Meine Entscheidung ist auch nicht von Ralfs Verhalten beeinflusst worden. Ja, das hat Günther Steiner jetzt dazu gesagt. Er hat einfach gesagt, dass er kein Selbstdarsteller ist. Aber wir werden schon sehen, wie das weitergeht. Er wird wahrscheinlich wieder bei Drive to Survive auftauchen. Und es ist auch interessant zu sehen, was dann in seinem Buch stehen wird. Da werden wahrscheinlich auch wieder viele pikante Details enthüllt.
Ja, das war's auf jeden Fall zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bleibe auf jeden Fall für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao.